Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich nochmal auf die Philips Hue eingehen. Im letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, wie ihr im Prinzip so ein Ambilight simulieren könnt. Und in diesem Video möchte ich euch einfach zeigen, wie ihr eure Bude mit Hilfe von diesen White and Color Ambience zur Disco machen könnt. Das seht ihr gleich. Hierzu gehen wir erst auf die Seite YouGasm. Ich wechsle jetzt mal nochmal mein Bild auf den Desktop. Und wir gehen dann direkt auf diese Website. Die sieht dann so aus. Dann wählt ihr im Prinzip wieder eure Lampen aus. Und auch hier würde ich empfehlen, nur die Lampen auswählen, die wirklich Farben haben. Und man sieht es jetzt bei mir, es flackert ein bisschen, weil ich mit der Maus im Prinzip über die jeweilige Lampe gehe. Und mir diese Website einfach sagt, diese Lampe ist eben die da oben und die Lampe ist eben die andere und je nachdem, wie man es eben aufgebaut hat bei sich. Und nicht wundern, ich werde das Ganze auch wieder aufnehmen, denn ich weiß nicht, wie gut man es über meine Webcam sieht. Und hier unten hat man im Prinzip dann die Möglichkeit, die Color Range, wie sensitiv das Ganze sein soll, die Helligkeit und hier noch ein paar Optionen wie Blackout, da gehen die Lampen eben ganz aus. Ich persönlich finde diese Option wirklich gelungen und lasse die einfach so, weil es mir persönlich gefällt. Jetzt klicke ich einfach mal auf Play, damit ihr sehen könnt, wie das Ganze aussehen wird. Und ich finde, es passt halt perfekt zum Beat. Also ich persönlich finde es ultra cool und es macht übelst Spaß, da dann die Musik zu hören mit diesen ganzen Farben. Und man kann sich so im Prinzip eine kleine Disco aufbauen. Also ich finde es absolut genial und vor allem es passt perfekt auf die jeweiligen Beats. Das ist klasse. Generell hat man hier die Möglichkeit, Musik über SoundCloud hinzuzufügen. Dann eben auch Dateien, die man eben auf dem PC hat. Und man kann auch URL streamen. Aktuell geht leider kein Spotify. Vielleicht kommt das irgendwann noch. Also generell finde ich es absolut genial und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. So, dann bin ich jetzt auch wieder in voller Größe. Habt ihr Fragen, habt ihr Feedback, irgendwelche Kommentare? Habt ihr sowas Ähnliches aufgebaut oder habt ihr sogar andere Apps oder Webseiten, die das Gleiche können, nur besser oder anders oder für andere Anwendungsfälle, dann einfach gerne in die Comments und bis zum nächsten Mal. Ciao!